Vor etwas mehr als 10 Jahren verunglückt der Ehemann von Mabel der Niederlande bei einem Lawinenunfall schwer. Über ein Jahr lang kämpft Prinz Friso, doch am 12. August 2013 steht fest, er wird nicht wieder aufwachen. Seine große Liebe Mabel begleitet den jüngeren Bruder von König Wilhelm Alexander der Niederlande bis zuletzt und wurde kurz nach ihrem 45. Geburtstag schließlich zur Witwe. Was der heute 53-Jährigen stets Halt gibt, sind ihre beiden Töchter, Luana und Zaria, sowie ihre Schwiegermutter, Prinzessin Beatrix. Luana und Zaria sind mittlerweile 2 Teenager-Mädchen, auf die Mabel sehr stolz ist. Es gibt nur wenige Fotos von dem Dreiergespann, doch eines ist deutlich zu erkennen. Mama Mabel und ihre Mädchen sind ein starkes Team, halten fest zusammen. Trotz des Verlusts ihres Ehemannes und Vaters kann die Familie auch deshalb behütet weiterleben, weil die Schwägerin von Wilhelm Alexander finanziell ausgesorgt hat. Dank einem cleveren Händchen für Investments ist Mabel nämlich auf dem Weg zur Milliardärin. Laut dem niederländischen Magazin Story erzählt ein Augenzeuge jetzt außerdem, dass er die zweifache Mutter mit einem Mann beim Händchenhalten beobachtet hat. Mabels Partner soll demnach schwarze Haare haben und genau wie sie in den 50ern sein. Außerdem sei der bisher Unbekannte als ihr Freund vorgestellt worden. Nach dem schweren Schicksal in der Vergangenheit hat die 53-Jährige also tatsächlich ihr Glück gefunden. Wie schön! Ihren verstorbenen Mann behält Mabel jedoch trotzdem noch in liebevoller Erinnerung.